Was Persönliches, was Brennbares, was Glückbringendes. Netter Einfall. Was Glückbringendes aber war das nett Glück. Ist nicht. Was Kleeblatt. Was Brennbares. Nein, das jetzt ist nicht die. Okay, wir brauchen noch was Brennbares und. Hallo? Na. Was noch? Nochmal wegen dem Fer. Brauchen Glücksbringer, aber drin. Was Persönliches, was Brennbares brauchen wir noch. Nochmal zu bisschen etwas Holz. Anderem. Am ersten Mal reden wir um was anderes. Über dich. Wart ihr die Erscheinung, die ich gesehen habe, nachdem ich entsteinert wurde? Wie habt ihr das gemacht? Oh, eine gute Zauberin verrät nie ihre Tricks. Sagen wir einfach, ich weiß, wie man mit Leuten redet, die weit weg sind. Oh, durch ein Ferngespräch. Ich weiß noch, dass ich bei einer verrückten alten Schachtel in die Leere ging. Du bist selber eine verrückte alte Schachtel. Eine verschwommene Wolke aus Kräutern, Lagerfeuern und Wurzelbier. Klingt nach Spaß. Oh, den hatten wir. Ist es nicht ein wenig einsam hier in den Bergen? Och, ich bin oft in der Stadt und außerdem kann ich ja Ferngespräche führen. Na dann, was zu den Flötennasenverfolgungen? Alle Flötennasen werden verfolgt. Die Leute hassen uns richtig. Wie konnte es nur so weit kommen? Alles Emils Schuld. Ach, mein Junge, die Leute hassen euch nicht. Die Leute haben nur gerne gemeinsame Feinde. Das ist wie ein gemeinsames Hobby. Wenn du anfängst, dich zu fragen, was mit dir selbst nicht stimmt, dann führt das zu echtem Hass. Ich glaube, es gibt kein Gefühl, bei dem es mehr um das eigene Herz geht. Ich hasse Emil. Dieser Emil-Typ scheint mir ein sehr wütender Mensch zu sein. Ja, traurige Geschichte. Ja. Ein gemeinsamer Feind ist aber auch schon was Schönes. Das ist der gemeinsame Feind von denen sind die Flötennasen und der gemeinsame Feind von den Flötennasen sind die Emil-Enthusiasten, die Emil-Dingens, die, wie hießen sie? Emilana oder ne, das ist Konroyalisten, genau so waren sie. Wir müssen die Verfolgung stoppen. Die einzige Möglichkeit ist, Emil aufzuhalten. Glaubt ihr, dann hört der Hass einfach auf? Ach, ihr kennt doch die Asposa. Lass ein paar Wurzelbier und ein paar Tage ins Land ziehen und die Sache landet vergessen in irgendeinem Geschichtsbuch, das am Ende doch keiner liest. Tja. Vergessen im Geschichtsbuch. Wo ich den letzten Windmönch finden kann? Natürlich. Ich habe die kleinen Mistkerle jahrhundertelang großgezogen. Das will man ja nicht hoffen. Es gibt ein Kloster. Tief in den Schippenbergen, hinter diesem fest verschlossenen Tor liegt es, versteckt vor der Außenwelt. Aber, und das ist wichtig, mein Junge, den Weg musst du ganz allein finden. Warum ich? Warum nicht? Ha! Ich finde den letzten Windmönch also in einem Kloster in den Schippenbergen. Und wer ist mit dem hier? Aber die Tür ist mittlerweile etwas ramponiert. Die kriegen wir schon auf. Das ist die richtige Einstellung. Tja, tschüss. Okay. Passt auf euch auf. So, wir müssen noch was Brennbares finden. Was könnte denn hier brennbar sein? Tja, Flasche. Figurprediger. Am Windbrunnen etwas. Ich meine, die Kleeblätter sind schon gut brennbar. Die Kiste. Mit der brennbaren Chilischote. Danke, ich kaufe nichts. Ich dachte, das hilft uns irgendwie. Vielleicht können wir ihm irgendwie, wir brauchen auch irgendwas rund bei ihm. Überzeugen, dass wir erwachsen sind und dass wir die Kiste kaufen können. Hilfesystem. Das Brennbares. Stadttor. Ah, okay, der Alkohol.
Ey, cool, mal wieder. Öffne das Tor. Ah ja, okay, da müssen wir einen Fernsprecher benutzen. Aber mit dem Alkohol können wir uns dann die Chili besorgen und die Chili kann brennen. Alles klar. Wir müssen ihm was anderes ins Herz drücken. Ein Kuscheltier. Sehr schön. Wir haben Schnaps. Ein guter Alk. So, hier. Das beweist doch wohl, dass ich alt genug für die Chili bin. Oh ja. Viel Spaß damit. Und wie bekomme ich die jetzt auf? Den Schlüssel habe ich vernichtet. Ist doch viel zu gefährlich. Wie bekommen wir das auf? Muss Hack mal gegenhacken. Fest verschlossen. Die müsste man irgendwie knacken. Den Windbrunnen runterwerfen. Die Chili muss wirklich gefährlich sein. Tja. Haben wir da noch einen Stein irgendwo im Fluss, wo wir den darunter zerquetschen können? Tja. Hier vielleicht unter den Symbolen. Das mache ich nicht. Prediger. Was soll er damit? Das aufmachen. Tja. Ansonsten. Ist hier irgendwo ein großer Stein? Damit bekomme ich die Kiste auch nicht auf. Tja. Ich greife schon wieder nach einem Hilfesystem. Tja. Achso, den Schnaps müssen wir dann. Okay. Nicht die Truhe. Warum sollte ich da. Einfach die ganze Truhe dort verstecken. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rum. Ich muss dauernd das machen. Gutes Beispiel von bringt nichts. Oha. Es hat aber geklappt. Hallo. Na? Wir haben jetzt die Zutaten. Let's fetz. Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem. Wir haben alle Zutaten. Let's Können go. Wir loslegen? Reminepo. Ich rufe dich an. Aha. Oh, ein Anruf. Ui. Da ist der Reminepo. Hallo? Oh, Wollmäuschen und Okarius Junge. Der hat denselben Schal. Ich wusste, dass du ihn findest. Ist das vielleicht die Mutter oder die Oma von... Hallo? Glaube, wie geht's euch? Reminepo, die Nase, die Augen, Tag gealtert, den Schal, dich gezwungen habe, die der Haut. Zu bauen. Danke der Nachfrage. Ich bin der Oma. Gut. Also, wenn man davon absieht, dass ich von einer Horde Wahnsinniger in einem geheimen Labor festgehalten werde, Emil glaubt wahrscheinlich, ich könnte dem System noch nützlich sein. Aha. Hast du ihm erzählt, dass Conrad dich damals gezwungen hat, die Basilen für ihn zu bauen? Mehr als einmal. Aber er glaubt mir kein Wort. Er will mir nicht glauben. Ich werde ihm ein Beweisstück bringen. Dann muss er uns glauben. Ich glaube nicht, dass der dem glaubt. Eine tapfere kleine Wort. Ein Versuch ist wert. Papa, ich hol dich da raus. Sind sie zumindest gut zu dir? Danke. Ich kann mich nicht beklagen. Naja, mein Rücken macht wieder Probleme. Die alte Leier, aber was will man machen, nicht wahr? Habt ihr schon mal Nektarinsäure ausprobiert? Ich habe gelesen, wenn man eine Creme aus dem... Na, Robert. Falscher Zeitpunkt. Papa, ich habe hier ein Problem.
Es geht um einen Basilen. Ja? Ich muss das Ding wieder zum Laufen bringen. Ich habe das Startmodul eingesetzt, aber ich habe den Spruch für die Sprachsteuerung vergessen. Meinst du Lorem Ipsitus Fladimob Sibi? Schwengel Tidengel Avicis. Hast du das aufgenommen? Eis die Bumgedre. Das war jetzt Minimas. Ach, richtig. Wie konnte ich das vergessen? Danke, Papa. Kein Thema. Und das muss man jetzt gemerkt haben, oder was? Bekomme ich demnächst mal Enkelkinder? Tschüss, hab dich so früh. Bis bald. Dann kann ich den Spruch von meinem Vater ja gleich auf die Muschel sprechen. Ich hoffe, wir mussten uns das nicht merken. Loran Ipsitus Fladimob Sibi Schwengelti Dengel Avicistmi Eistibum Gedre Dacitum. Ein langer Spruch. Ah, okay, dann sprich es mal drauf. Ich habe den richtigen Satz schon drauf gesprochen. Jetzt muss das Ding in den Basil. Okay. Zack, so kurze Arme. Okay, Hack. Mach du deine Arbeit. Nur noch Basilienaugen. Können wir vielleicht gebrauchen. Okay, das können wir nicht machen. Das können wir machen. Okay, das müsste funktionieren. Basil, mach dich flugbereit. Oh, sehr gut gemacht. Cleveres Mädchen. Und alle aufspringen. Systeme startklar. Aber ich muss noch Flötennase helfen. Okay, aber wie? Aber okay, Flötennase helfen, aber wie? Hey, das habe ich extra so gemacht. Okay, aufspringen. Nein, danke. Ich habe noch blaue Flecken vom Letzten. Ich warte noch mit dem Abflug, bis Robert das Tor geöffnet hat. Ah, okay, das Tor öffnen müssen wir jetzt. Okay. Ein Lied, was wir dafür singen können. Wir könnten es versuchen. Bringt nichts. Ich muss direkt da vorstellen. Nix. Ich hier hoch, hier noch was erlernen. Hier oben mal das Lied spielen. Tja. Die Kiste müssen wir aufkriegen. Warum sollte ich das? Ja, zum Stadttor. Wie können wir das? Nein. Können wir also nicht das Tor aufkriegen. Starkes und scharfes Ritual. Okay, jetzt stehen wir mit dabei, okay. Kiste öffnen. Ja, der Windbrunnen war klar. Habe ich doch schon gesagt. Sollen wir mal beim Windbrunnen runterwerfen. Und wie kommen wir dann ran? Wir kommen da niemals runter. Das könnte Spaß machen. Nein. Okay. Das ist zwar Ramsch, aber... Also doch nicht, oder was? Abgrund runter. Aha. Verstehe. Zum Stadttor. Ah, da ist die Chemie. Ah, heiß.
Nee, wir sind nicht in Deponia. Sieht schön hier aus. Wo der Bingo-Abend gefeiert wurde. So, schließe ich rein. Was soll schon passieren? Können wir es nochmal anzünden? Hallo? Na? Nochmal wegen dem... Können wir los? Na komm. Zack. Habt ihr auch wirklich nur die... Nun ja. Ihr sollt nicht euren Müll in der Dose entsorgen. Das ist ein Ritual. Tja. Augenschaft freigeschaltet, Explosion. Das hat uns nichts gebracht. Muss noch vorne was rein. Die Kugel. Ah, sehr schön. Hallo. Versuchen wir es nochmal. Augenschaft freigeschaltet. Wegen des Fehlversuchs. Sehr schön. Können wir loslegen? Remini. Sehr schön. Das Tor ist offen. Ich nehme mal an, das war euer Werk. Da habt ihr den Salat. Die Tür ist kaputt. Oh, sehr gut. Die Tür ist kaputt. Dort wartet der letzte Windmönch, stimmt's? Ja, mein Junge. Da können wir hier durch. Mein Junge, ich gehe... Trennen sich unsere Wege, wie es ausschaut. Einen guten Rat? Laura, auf den Basilien und wir hinein. Du wirst es noch brauchen. Aha, ein Buch. Großartig, dann lass uns den Windmönch finden. Lass uns den Windmönch finden. Jetzt hör doch auf, komm einfach mit mir. Wenn wir Emil und allen anderen beweisen können, dass die Basilien nicht echt sind und dass du den Wind bringst und der König bist, dann brauchen wir keinen Wind. Ich glaube noch nicht dran, dass das was wird. Nie wieder. Laura, du weißt, ich... Ja, ja, du kannst das nicht. Ich hab's verstanden. Hör zu. Du tust, was du tun musst. Aber ich werde mit den Basilien losfliegen und die Hinrichtung verhindern. Es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Auf Wiedersehen, Laura. Jetzt hör auf zu heulen, Mädchen. Der kommt wieder. Ich war vielleicht zu hart zu ihm. Nein, Conroy war zu hart zu ihm. Aber du musst dich damit abfinden, dass du den Jungen nicht einfach in die richtige Bahn brüllen kannst. Lass ihn den Windmönch suchen. Vielleicht findet er ja die Wahrheit auf dem Weg. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Willst du einen Schluck Kräuterlikör? Nein, tut mir leid. Ich muss noch fliegen. Mach's gut, Dola. Es war schön, dich zu treffen. Mach's gut, Mädchen. Und Kopf hoch. So, du hässliches Ding. Bring mich zu Emil. Und so zerbricht die Gemeinschaft. Augenschaft freigeschaltet, Kapitel 4. Wiedersehen in Alt-Aspen. Und wir brechen mit Robert auf. Und suchen den letzten Windmönch. Umwobene Ort, an dem sich der letzte Windmönch aufhält. Habe ich mir irgendwie sagenumwobener vorgestellt. Nun ja, die Realität ist der erklärte Feind der Fantasie. Moment, dich kenne ich doch. Der Schrof. Meine Güte, Sie sind es, Robert. Herr Schrof. Wie lange ist das jetzt her? 3 Jahre bestimmt. Oh, ich wusste, dir geht es gut. Aber was soll man auch von dem tödlichsten Tier Asposiens erwarten? Ach, wie schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich würde dich ja umarmen, aber... Dann würde ich eines qualvollen Todes sterben. Dann würden sie eines qualvollen Todes sterben. Die Lache von der Schrufe würde ich immer herrlich. Sehr, sehr schön. Okay, hier haben wir einen Tümpel mit einer Schweinsfliege, eine Tafel, eine Schleimstelle, wo einmal eine Schrofeline war.
Okay, reden wir mal mit dem Schruf. Hallo Schruf. Herr Schruf. Hallo Robert. Lang nicht mehr gesehen. Das sind ja niedliche kleine Schrofs. Die sehen aus wie kleinere Versionen von dir. Oh, vielen Dank. Das könnte durchaus daran liegen, dass es meine Kinder sind. Oh, wie süß. Ja, ich muss sagen, es erfüllt mich mit Stolz, zu wissen, dass ich diese unsere Welt um ein paar intellektuelle Amphibien erweitert habe. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein, mein junger Freund. Kinder zu erziehen ist nicht so leicht, wie alle sagen. Ach so, ich dachte, es reicht, wenn man sie in ein Loch sperrt und gelegentlich rausholt, um ihnen Angst zu machen. Das war zumindest Conroys Methode. Oh, nicht doch. Ich habe da eher einen intellektuellen Ansatz. Wir rezitieren Gedichte, lesen Zeitung. Ich lasse die Kinder sogar Dynastielieder von den Flötennasen singen. Aha. Ich würde ihnen ja gerne eine Kostprobe geben, aber meinen jüngsten Lukas kann ich irgendwie nicht finden. Oh nein. Ach so, das ist der Jüngste. Ja, ich dachte, die Frau ist abgehauen. Krank vor Sorge. Der Lukas. So sieht er also aus. Mit dem Schmitzer. Toll. Aber braucht man zum Familiegründen nicht auch eine Mutter? Die hatte ich tatsächlich. Vielleicht kennst du sie ja. Saß allein vor dem Eingang der Dynastie. Schrofeline? Ganz und genau. Und das war ihr Name. War? Sie hat mich verlassen, um Sängerin zu werden. Ich hätte es wissen sollen. Sie ist tatsächlich wir haben ein Leuchtfeuer der Leidenschaft entzündet, aber ich fürchte, ich war nicht mehr für sie als der Vater ihrer Kinder. Das tut mir leid und... Aber sie hat mir die hier hinterlassen. Die großartigsten Geschöpfe, die sich ein Schrof nur wünschen kann. Wir haben das es ja ewig versucht, aber am Ende haben wir ein paar Wirte gefunden, um die Kleinen auszubrüten. Oh. Habe ich dir jemals erzählt, wie Schrofs geboren werden? Ich glaube. Ja, ja, sie platzen aus Köpfen. Sehr gut. Aber habe ich dir auch mal erzählt, wie sie gezeugt werden? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Wo wir gerade beim Thema sind. Wie geht es denn Ihrer Gemahlin? Welche Gemahlin? Das grünbejackte, ungehobelte Großmaul, mit dem Sie beim letzten Mal unterwegs waren. Oh, du meinst Laura? Genau die. Lebt sie noch oder hat sie sich endlich mit dem Falschen angelegt? Ach, wir gehen gerade getrennte Wege. Also ich bin hier und sie müsste irgendwo da hinten sein. Ich verstehe. Okay, weißt du etwas über den Windmönch? Weißt du zufällig, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Oh, ist das diesmal deine Mission? Ein interessantes Leben, das du da hast. Ich wünschte, es wäre weniger interessant. Nun ja, ich weiß, dass sich irgendwo da hinten ein Kloster in den Bergen befindet. Bist du sicher? Sind Schrofe tödlich? Und wie? Ich habe die ganze Zeit so einen wilden Verdacht. Ich äußere den manchmal noch nicht, aber ich habe so einen wilden Verdacht, weil es schon Anzeichen dafür gab und die ganze Zeit auch hier als Symbol ein bisschen was Verdecktes und Mysteriöses gezeigt wird. Ich habe da schon so einen schrecklichen Verdacht. Ihr könnt es euch vielleicht auch denken, vielleicht habt ihr jetzt auch den schrecklichen Verdacht bezüglich dem letzten Windmönchs. Kennst du das Kloster? Aber wir werden ja noch sehen. Ich war noch nie da, aber ich hörte Geschichten. Eine verrückte Alte hat Findelkinder zu Mönchen erzogen. Kein guter Ansatz, wenn Sie mich fragen. Dabei konnte ja nur Quatsch herauskommen. Aha, okay. Was für eine Schweinsfliege. Hier da hinten. Was ist das?
Theo? Die gemeine Schweinsfliege, auch als Fliegenpöperö bekannt, ist ein selten vorkommendes Insekt aus der Familie der Moorsummer. Ein Streberschwurf. Sie besteht zu 86% aus Nase und zu 14% aus Flügeln. Sie ist für alle Lebewesen unverdaulich und als einziges bekanntes Tier immun gegen Schrofs. Sehr gut, Schatz. Papa ist stolz. Dafür bekommst du einen weiteren Tag lang meine Liebe. Was wäre passiert, wenn er falsch geantwortet hätte? Theo? Dann hätte ich mir Papas Liebe wieder neu verdienen müssen. Denn? Niemand mag Versager. Sehr gut. Oh Mann. Dafür bekommst du noch einen Tag. Juhu! Tolle Erziehung. Ach, das ist eine intellektuelle Erziehung. Ja. Und ich hab auch noch einen Verdacht, warum der liebe Lukas abgehauen ist. Der sieht mir nämlich vom Aussehen her, vielleicht liegt es nur an der Mütze, aber ist halt, der sieht mir vom Vorschaubild hier aus, das sieht so ein bisschen, der sieht mir so aus, als hätte er sich vielleicht an dem einen oder anderen Tag die Liebe nicht verdient. Und das hat ihn vielleicht ein wenig, vielleicht müssen wir da ein bisschen drüber reden, dass man da vielleicht ein bisschen mit der Erziehung, ich will dem nie mehr einen Schrof kennen, seine Erziehung nicht vorschreiben, aber es ist, naja, ihr wisst ja. Sie sieht aus, als würde sie irgendwas suchen. Ach, diese Biester schnüffeln überall herum. Was bei einem Tier, das zu 80% aus Nase besteht, äußerst unangenehm ist. 86%. Sie bestehen zu 86% aus Nase. Theo, du weißt, was passiert, wenn man Papa korrigiert. Dann stirbt irgendwo ein Wollmausbaby. Okay, aber Schrof, bestehst du nicht zu 96% aus Gift? Ein Gift, das jedes andere Tier umbringen würde. Aber diese Mistviecher besitzen die Unverfrorenheit, dagegen immun zu sein. Aha. Wir töten die Schweinsfliege und basteln uns daraus einen Schweinsfliegenknüppel und verdreschen den Vater damit für seine schlechte Erziehung. Nur so eine Idee. Ihr könnt richtige Dynastielieder singen? Ich kann es nicht singen, solange Lukas nicht da ist. Dann behandle ihn besser. Ja, ich habe unten im Tal eines aufgeschnappt. Meine Kinder lieben es. Ich kann die auch mit der Flötennase vorspielen. Wo könnte der kleine Lukas denn sein? Wie lange ist er denn schon weg? Ach, er könnte überall sein. Andauernd haut der Bengel ab. Seine Brüder und Schwestern sind da ganz anders. Theo, Josephine und Ödema sind ganz brav, seitdem ich den einfach den Spuren Steinen festgeklebt habe. Oh, damit erübrigt sich die Frage, warum er weggelaufen ist. Genau. Wissen Sie, es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Aber das Kind transpiriert. Er kann sich unsichtbar machen? Nicht ganz. Er schwitzt stark. Deswegen ist von ihm auch nicht mehr als ein Schweißfleck übrig. Na fein. Wir suchen also ein schwitzendes, kleines, tödliches Schrofbaby. Oh, Lukas! Also wir töten doch die Schweinsfliege und machen daraus ein Netz. Keine Ursache. Ein Netz, mit dem wir den Schrof aufheben können. Okay. Eine Tafel. Sprache der Vieh. Okay, können wir uns das mal anschauen? Das ist ja hohl. Oh, und da war etwas drin versteckt. Ui. Ein Guck. Okay. Ich kann hier so Rädchen verstellen, aber wenn ich reingucke, ein ist Rätsel. Das einfach nur dunkel. Oh, check. Das war in dem Buch von Mama Dola. Wofür das wohl gut ist? Das Kuckuck war in dem Buch der Fifi drin. Okay. Was soll ich damit machen, außer durch das Astloch zu schauen? Da steht, sie zogen sich tief, tief in den Wurzelwald zurück. Aus Geschichte wurde Legende. Und aus Legende wurde Märchen. Bis die Erinnerung an die Dynastie
vollkommen verblasste. Oh je. Und diese Tafel hat ein Astloch. Ein Astloch. Ich kann durch den Guckuck nichts erkennen. Okay. Rotes Buch nach Scheinsfliege werfen. Damit könnte ich sie fangen. Aber sie ist zu weit weg. Können wir sie ranholen? Das tue ich lieber nicht. Können wir eine Brücke bauen irgendwie? Auf die Tafel. Das ist zu nütz. Okay. Steinstelle untersuchen. Das tue ich lieber nicht. Okay, die Spuren gehen da hoch. Vielleicht sollten wir da mal nachgucken. Ein Schild. Oha. Symbol. Das sieht irgendwie aus wie ein Asposa? Das erinnert mich an etwas. Ist das ein Windbrunnen? Ich würde gerade sagen, ein Batwing. So könnte es aussehen. Das Batman. Ja. Diese Nase, die elegante Form. Ein Erdbeer. Ein Erdbeer, ein Bewohner und ein Windbrunnen. Schrift. Diese Sprache kann ich nicht lesen. Ist vermutlich ohnehin nur die Übersetzung. Dafür haben wir das Buch, was holen ist. Da steht zum Windmönch. Sieht so aus, als sei ich hier richtig. Ach, und das heißt wahrscheinlich dort oben, das... Okay. Da müssen wir wahrscheinlich die Teile dafür finden, damit wir durch den geheimen Tunnel durch können.